Denkelin von Ernst Happel wird den Ehrenanstoß übernehmen. Christina Happel im Kurzpass-Zusammenspiel mit Julian Baumgartlinger. Allesamt durchführen zu wollen, also es ist auch sehr gut möglich, dass Lindner in der ersten Spielhälfte im Tor spielt und nach dem Wechsel dann Siebenhandel kommt. Wir lassen uns überraschen und schauen uns einmal an, was sich da tut in den ersten Minuten zwischen Uruguay, wie gewohnt in Himmelblau, und den Österreichern in Rot-Weiß. Sehr gut gemacht von Kainz, der versucht auch seine Schnelligkeit auszunutzen. Gutes Passspiel und die erste Riesenchance für die Österreicher. Nachschussgelegenheit und das muss die Führung sein und das ist sie auch. Marcel Sabitzer bringt Österreich schon nach 5 Minuten mit 1:0 in Führung. Erleichterung natürlich auf der Betreuerbank und auch auf dem Spielfeld. Und Uruguays Abwehr hat der Tormann Martin Silva allein gelassen, der nach seiner guten Abwehr dann noch auf dem Weg zurück war, aber zu wenig Unterstützung bekommen hat von seinen Mitspielern. Kainz mit guter Arbeit. Dann Burgstaller, der scheitert eben an Silva. Und die gute Hereingabe auf Sabitzer, der perfekt für diesen Pass von Burgstaller steht. Ja, und da ist Silva dann vielleicht auch zu zögerlich beim Zurücklaufen. Steht dann auch im Niemandsland. Kein anderer seiner Mitspieler hindert Sabitzer am Torschuss. Und so steht's. 1:0 für Österreich. Sabitzer macht sein 5. Teamtor im 29. Match. Zur Freude von Frank. Cavani. Ja, mit ein bisschen Glück kommt er da vorbei, spielt einen schönen Pass. Und der Ausgleich! Durch Cavani. So schnell geht's. Keine 10 Minuten gespielt und schon trifft der Superstar. Macht sein 40. Tor im Teamtrikot. Schneller Ausgleich. Leider für Uruguay. Schauen Sie mal, Cavani holt sich selbst den Ball. Die super Spielverlagerung auf Ureta. Und der mit einer guten Flanke den Rücken der österreichischen Abwehr. Perfekt gespielt. Lindner kommt nicht hin. Er war auch, glaube ich, überrascht, dass der Cavani auftaucht. Im 5-Meter-Raum oder an der 5-Meter-Linie hat er den einen Schritt zu lang gezögert, zu lang gewartet. Und schon steht es leider 1:1. Ganz stark gemacht von Cavani als Vorbereiter und als Vollstrecker. Von Dragovic, der die nächste Chance für Uruguay ermöglicht. Dann ist die Riesenchance auf die Führung. Ganz allein am Elfmeterpunkt. Ich glaube, es war Vecino. Der Arrascaeta hat den Ball verfehlt. Gott sei Dank, nach einem Fehler von Ulmer. Ball springt auf und er trifft ihn nicht optimal. Gott sei Dank. U20 Vize-Weltmeister von 2013, der junge 23-jährige offensive Mittelfeldspieler. Hätte das Spiel zwischenzeitlich einmal drehen können zugunsten von Uruguay. Ja, ein einziges Mal war Uruguay in der Defensive ungeordnet. Nach der Abwehr von Martin Silva war weit weg vom eigenen Tor, aber ansonsten haben sie alles im Griff und spielen schnelle und gefährliche Gegenangriffe. Was sind das für Fehler? Danzo hat das Nachsehen gegen De Arrascaeta. Und der trifft die Stange. Die österreichische Abwehr ist leider durchaus. Jetzt ist Österreich mit dem 1:1 sehr gut bedient, nach 32 Minuten. Also ich fürchte, jetzt hat die rot-weiß-rote Nationalmannschaft schon das gesamte
Glück, das man zur Verfügung hat, für diese 90 Minuten aufgebraucht. Ja, der nächste Superpass, keine Abseitsstellung. Cavani startet, bekommt den Ball perfekt serviert. Die spielen das einfach gut. Die sind schneller, die sind spritziger, die sind einfach flinker als die Österreicher in vielen Situationen. Herrliche Spielverlagerungen, so wie hier. Schöne Kombination und Cavani lässt diese gute Möglichkeit aus. Fehler von Cavani und Sabitzer für Arnautovic. Arnautovic mit dem Außenriss. Kein Torschuss. Und dann der Ball für Uruguay. Hier noch einmal. Ja, da hat Burgstaller versucht, den Ball zu stoppen, oder er war überrascht, aber da hätte es nur noch eine Möglichkeit gegeben, den Ball aufs Tor zu verlängern. Österreicher sind auf jeden Fall besser in den Zweikämpfen, attackieren auch ein bisschen früher, ein bisschen aggressiver, stören. Arnautovic, der auch jetzt gleich das Spielfeld verlassen wird, ein weiterer Wechsel bei den Österreichern, zeichnet sich ab. Deni Alla macht sich bereit und wird Arnautovic für die allerletzten Minuten in dieser Partie ersetzen. So, Freistoß für die Österreicher. Der Ball kommt hinein in den 16. Ist gar nicht so schlecht. Und der Ball ist im Tor. Da lässt sich Silva überraschen. Ich weiß nicht, ob da überhaupt noch wer dran war. Es war wohl wieder Louis Schaub mit einem Freistoß, der dann vorbeigeht an allen. Letztendlich auch am Tormann. Das gibt's ja nicht. Viertes Tor im 6. Länderspiel. Wie gegen Serbien. So, schauen wir ganz genau hin. Der hohe Ball. Nein, da ist niemand dran, da ist niemand dran. Und natürlich, das ist ganz schwer für Martin Silva. Der rechnet damit, dass der Ball von einem Österreicher, der vielleicht noch mit dem Kopf eine ganz andere Richtung bekommt. Aber das ist nicht der Fall und dann kommt er zu spät. Österreich führt glücklich, aber Österreich führt mit 2:1 durch Louis Schaub. Freude bei Heinz Lindner, der sich gleich wieder konzentrieren muss, denn Uruguay ist mit einem Einwurf nah dran an einer nächsten gefährlichen Situation, aber die Österreicher verhindern einen Torschuss. Alla beschäftigt dann noch einmal zwei Gegenspieler und das war's dann, das ist der Schlusspfiff. Also die knapp 12.000 Zuseher jubeln. Freuen sich über diesen hart erkämpften 2:1 Testspielsieg gegen Uruguay, auch wenn es ein bisschen glücklich war, auch wenn Uruguay schon in der ersten Hälfte alles hätte klar machen können. Die Gäste haben es nicht geschafft. Österreich hat durch Louis Schaub einen verlässlichen Torschützen. Das haben die letzten Länderspiele gezeigt. Das war auch heute so, durch einen dieser unangenehmen Freistöße, die da von weit außen hineinfliegen in den 16er. Für den ersten Treffer in der Ära Franco Foda zeichnet Marcel Sabitzer verantwortlich. Fünftes Tor im Länderspieler-Trikot. Gratulation auch zum Sieg. Was ist denn das Fazit da nach einer Partie, wo man auch in der ersten Spielhälfte doch relativ viel Glück gehabt hat, auch bei den Chancen der Mannschaft aus Uruguay? Ja, zunächst mal sind wir froh, dass wir heute gewonnen haben. Guter Einsatz für einen neuen Trainer, für eine neue Ära. Aber ja, wir kommen gut ins Spiel rein, die erste Minute. Dann schießen wir das 1-0 und dann kriegen wir gleich quasi im Gegenzug den Ausgleich und das darf uns nicht passieren. Danach hat Uruguay ein paar Chancen gehabt, gehen wir glücklich mit 1:1 in die Pause. Und zweite Hälfte, ja, wir haben probiert, Uruguay hat probiert. Wir hatten das Glück auf unserer Seite und somit auch gewonnen.
Warum hat man sich das selbst auch so schwer gestaltet in der Defensive mit doch vielen Fehlern auch im Spielaufbau zu Beginn? Ja, wir hatten unnötige Ballverluste. Schlampige Abspielfehler, das darf uns nicht passieren. Uruguay ist eine gute Mannschaft. Die kommenden Spiele werden auch nicht einfacher, von dem her, das müssen wir auf jeden Fall abstellen. Und nach vorne haben wir Potenzial, aber wir müssen geschlossen als Mannschaft auftreten, dass wir dann hinten auch die Null haben. Dankeschön, Glückwunsch zum Sieg, die Analyse. Okay, und ich sehe gerade, Franco Foda ist jetzt auch schon zu uns gekommen. Glückwunsch zum Sieg, ein gelungenes Debüt, was das Ergebnis anbelangt. Aber ist es so ein Spiel, wo man sagt, das Beste war noch das Ergebnis? Nein, so würde ich es nicht sehen. Wir haben, glaube ich, in den ersten 10 Minuten sehr gut angefangen, sind auch meiner Meinung nach verdient in Führung gegangen und haben uns dann in der ersten Halbzeit das Leben selbst schwer gemacht, weil wir einfach zu viele einfache Abspielfehler hatten aus der Defensive, obwohl wir gewusst haben, dass der Gegner mehr Gegenpressing spielt. Wir haben sie dazu eingeladen zum Kontern. Ja, Uruguay hat sehr defensiv gestanden und haben dann die freien Räume im Spiel nach vorne eiskalt ausgenutzt und hatten dann in der ersten Halbzeit auch Glück, dass wir nicht noch ein Gegentor mehr erhalten haben. Aber ich glaube, zweite Halbzeit haben wir es viel besser gemacht. Habe dann auch in der Halbzeit umgestellt auf 4-2-3-1. Wir haben dann die Sechserposition vom Gegner besser geschlossen. Und ja, zweite Halbzeit war gut. Wir haben, glaube ich, in der zweiten Halbzeit dem Gegner nichts mehr zugelassen und haben gute Aktionen nach vorne gehabt. Bevor wir auch das weitere Positive besprechen, vielleicht auch noch ganz kurz. Diese vielen Fehlpässe, diese Abspielfehler, wie erklären Sie sich die? Ja, schwer zu erklären, aber es sind auch einige junge Spieler dabei und klar, ich glaube, in den letzten 18 Spielen hat man nur 4 Spiele gewonnen. Ja, das ist, glaube ich, die Statistik und wir haben uns sehr viel vorgenommen und es war ja auch am Anfang so, sind wir wirklich gut, waren wir gut im Spiel, haben auch 20 Minuten lang dem Gegner überhaupt nicht zugelassen, haben dann ja ein Gegentor erhalten, was wir hätten auch besser verteidigen müssen. Aber trotz allem gab es viele Ansätze, die zu erkennen waren und jetzt gilt es einfach weiterzuarbeiten. Wichtig war, dass wir das Spiel gewonnen haben und aber es gibt noch viele Dinge zu verbessern, keine aber Frage. Aber nachdem, wie Sie gesagt haben, sehr guten Trainingslage, hätten Sie sich gedacht, dass es vielleicht am Feld jetzt in einem Bewerbsspiel, also in einem Spiel dann selbst, dann doch ein bisschen anders ausschaut, besser ausschaut? Ja, aber Sie dürfen eins nicht vergessen, wir haben gegen Uruguay gespielt. Ne? Da spielt Bendancur von Juventus Turin im Mittelfeld, da spielt Vecino von Inter Mailand, Innenverteidigung, beide von Atletico Madrid, ist eine absolute Top-Mannschaft. Cavani vorne von Paris Saint-Germain. Also die haben Top-Qualität und das hat man auch immer wieder gesehen im Umschaltspiel von Uruguay. Aber wir haben es gut gemacht und für das, dass wir jetzt erst 8 Tage zusammengearbeitet haben, bin ich im Großen und Ganzen nicht unzufrieden. Schauen wir uns gemeinsam die Treffer aus der ersten Spielhälfte an. Es hat ja großartig begonnen, bereits in der 5. Minute die 1-0-Führung für die österreichische Mannschaft. Das Tor durch. Achso, das Siegestor, okay. Das war das 2-1. Louis Schaub, der wird ja ein richtiger Goalgetter. 4. Spiel in Folge, dass er hoher getroffen hat im Nationalteam. Ja, ist richtig. Er hält die Quote und ja, es hat schon im Trainingslager auch immer wieder gezeigt, im Trainingscamp, was er für Qualitäten hat und deshalb habe ich ihn auch gebracht. Auch dann mit Valentino Lazaro nochmal mit Tempo über den Flügel und ja, nochmal, zweite Halbzeit war viel, viel besser, obwohl wir da auch einige gute Möglichkeiten hatten. Die haben wir nicht gut zu Ende gespielt, sonst hätten wir vielleicht früher das 2-1 noch erzielen können. Was würden Sie sagen, weil Sie auch die Positive versucht haben hervorzustreichen, was überwiegt? Positive oder doch diese Sachen, wo man so sagen, okay, da muss man doch noch arbeiten daran? Ja, beides. So im Ballbesitz, weiß nicht, wir haben sicher gefühlt 60% Ballbesitz gehabt, glaube ich, und das haben wir ganz gut gemacht, nur haben wir dann es oft versäumt, dann noch schneller Richtung Tor zu spielen, noch zielstrebiger zu agieren. Und klar, aber in der Defensive darfst du auf diesem Niveau, ja, gegen solche Mannschaften, darfst du einfach nicht dem Gegner so einfache Tormöglichkeiten zulassen, wo wir selbst im Ballbesitz sind. Da musst du einfach mal klären und dann halt rausrücken, auf den zweiten Ball gehen. Und wir wollten dann halt wirklich auch von hinten raus immer spielen, was zwar meine Idee ist, aber wenn es nicht geht, dann musst du halt auch mal einen langen Ball spielen und auf den zweiten Ball gehen. Jetzt im März folgt das nächste Trainingslager. Da sind dann auch 2 Länderspiele geplant. Was sind denn so Ihre Wunschgegner? Ich habe keine Wunschgegner. Wichtig ist, dass man sich mit den Besten messen kann. Das war auch heute der Fall. Ja, Uruguay ist Zweiter gewonnen für die WM-Quali hinter Brasilien. Und ja, wer kommt, der kommt. Wichtig ist, dass wir jetzt gewonnen haben, dass wir klar die positiven Dinge mitnehmen. Aber auch die negativen, die müssen wir klar besprechen. Das werden wir auch tun im März. Es gibt einige Dinge zu verbessern oder viel auch. Aber ich bin trotzdem guten Mutes, weil ich sehe, dass viele junge Spieler da sind, die Potenzial haben. Das hat man auch immer wieder in Phasen gesehen im Spiel nach vorne. Und
bin der Überzeugung, es wird noch sehr viel Spaß machen mit der Mannschaft. Abschließend noch, bereits am Sonntag in der Bundesliga der große Schlager Salzburg gegen Sturm. Ist es für Sie schwierig, gleich wieder den Schalter umzulegen? Nein, ab morgen beschäftige ich mich wieder mit Sturm Graz und muss nur wegen den Namen, das ist so ein bisschen das einzige Problem, die vielen Namen, die im Moment in meinem Kopf rumspielen, aber ansonsten ist es kein Problem. Morgen werde ich wieder mit Sturm Graz am Nachmittag trainieren und dann werden wir uns gezielt auf den nächsten Gegner Salzburg vorbereiten. Auch auf dieses Spiel freuen wir uns, es gibt ein absolutes Spitzenspiel, Erster gegen Zweiter und ja, und hoffe, dass wir natürlich dort auch gewinnen. Das dann auch live zu sehen sein wird am Sonntag bei uns im ORF. Danke vielmals, nochmals Glückwunsch zu diesem Sieg. Und Marko Arnautović steht jetzt beim Christian. Der Einstand hat gestimmt. Franco Foda kann mit einem Sieg starten in die Karriere als Teamchef Marko Arnautović. Es war eine komplizierte Partie, vor allem in der ersten Spielhälfte. Woran würden Sie es denn festmachen, dass es dann doch zu einem Sieg geworden ist hier im Ernst-Happel-Stadion? Ja, erstmal, wir wissen, denke ich, alle, die was vom Fußball Ahnung haben, dass Uruguay ein Weltklasse-Team ist. Ist natürlich nicht einfach, aber ich denke, wir haben das ganz gut gemacht, auch erste Halbzeit. Ich denke, wir haben trotzdem die Bälle laufen lassen. Natürlich haben wir ein paar Chancen hergegeben durch unsere Fehler. Da haben sie gewartet, dass wir Fehler machen. Aber ich denke, wir haben weiter mutig nach vorne gespielt. Wir haben weiter mutig den Ball laufen lassen. Wir sind eine junge Mannschaft, und außer ich. Normal. Aber ich denke, es ist ganz gut. Also, es war natürlich wichtig, dass wir einen Sieg haben. Es ist nicht immer alle Tage, dass du gegen Uruguay einen Sieg einfährst. Aber ich denke, dass wir an uns geglaubt haben. Der Trainer hat uns geglaubt. Wir haben die ganze Woche sehr hart gearbeitet und unser Ziel war, 3 Punkte zu erreichen. Und das haben wir erreicht. Wie würden Sie es denn, nachdem Sie sich selbst schon als Routinier bezeichnen, woran festmachen, dass man dann doch die Stabilität in der Abwehr hat vermissen lassen? Vor allem vor der Pause, da hat ja die Mannschaft aus Uruguay Top-Chancen gehabt. Ja, natürlich. Man darf nicht vergessen, im Leben machen wir immer Fehler und ich will da keine Beschuldigung hinten. Die haben trotzdem ihre Sache gut gemacht. Das Uruguay hat auch Fehler gemacht und jeder macht Fehler, keiner ist perfekt. Und ich denke trotzdem, haben wir weiter gut gespielt und gut hinten gestanden und ich denke, dass wir uns den Sieg auch verdienen. Vor allem vorne Luis Schaub, Georgien, Serbien, Moldawien und jetzt auch noch Uruguay, 4-mal in Serie. Wird Ihnen das schon leicht unheimlich, Luis Schaub? Ja, also schon eine komische Situation, dass ich jetzt 4-mal hintereinander getroffen habe. Wenn ich das bei Rapid auch machen würde, glaube ich, wäre es auch nicht so schlecht. Der Teamchef hat gemeint, Luis Schaub hält die Quote, das war die Vorgabe, aber ganz wichtig natürlich, diese Treffer, haben Sie da noch irgendwie das Gefühl gehabt, dass da ein anderer noch dran war am Ball? Nein, also ich habe gesehen, der Freistoß kommt richtig gut und vielleicht kommt einer von uns hin, aber ja, dann ist keiner hinkommen und zum Glück ist er dann ins Tor gegangen. Letztendlich ein Erfolg aufgrund welcher Faktoren Ihrer Meinung nach, nachdem man in der ersten Halbzeit auch phasenweise gebettelt hat um einen Gegentreffer? Ja, ich denke, wir haben schon die ersten 10 Minuten gut angefangen, sind dann auch in Führung gegangen. Nach dem Ausgleich haben wir uns ein bisschen schwieriger getan, aber in der zweiten Halbzeit haben wir dann doch auch wieder Fußball gespielt, haben auch noch ein paar Chancen rausspielen können und haben dann den 2-1 getroffen. Hold me close till I get up, time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love.